seltene Pokémon von meiner Rubin nicht rüberholen, das nervt langsam. Und damit auch herzlich willkommen bei Let's Battle Pokémon. Mit mir Blut und dem Samus-AP, alias Mike. Bla bla bla. Und den genau. Anfangsgedöns. Dürfte mich ja mittlerweile kennen. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, in welcher Part. Jetzt lad das Video als erstes hoch und dann alle so, hä, wer ist das? Ja. Gegen Kluber! Wahrscheinlich muss man das so aussprechen, weil da zwei Ausrufezeichen. Kluber, meinst du? Kluber! Okay. Wir haben gerade vor der Aufnahme schon diskutiert, wie man den Namen ausspricht. Ja, ich hab keine Ahnung. Wir starten. Man kann sich einfach Gumba nennen, da weiß jeder, wie er ausgesprochen wird. Ja. Also, falls du das siehst, Nachricht an dich, nenn dich Gumba. Ja. Punkt. Ich sagen, also. Jetzt den Kampf einfach. Ja, genau. Mal gucken, was für Teams sich hier gegenüberstehen. Ich sehe deine D-Queen. Queen gegen Volcara. Oh. Volcarona, das ist ein... Ein nerviges Pokémon. Oh, und das setzt gleich mal das Irrlicht ein, gar nicht mal so schlecht. Zumal du echt böse angreifst, hatte ich dich schon mal ziemlich gut erwischt. Ja. Weil der Nidoqueen jetzt schon mal ziemlich nutzlos ist. Oder es kann ja immer noch die Spitzen rausholen, wenn ich mich irre. Ja, das Problem ist, Ramoth, ich habe keinen Angriff und Ramoth muss so schnell wie möglich weg. Ja, Ramoth muss weg. Ja. Dann das macht Falterreigen, was das Ramoth mit ein paar Falterreigen machen kann, das sieht man, das weiß man, das ist bekannt und das ist nicht lustig. Was ich mich frage, warum habe ich die Giftspitzen rausgelegt und wechsel dann erst? Das weiß ich nicht. Next Star kommt auf jeden Fall. Vielleicht wurde Achso, das ist dein Starmie. Das ist mein Starmie. Das ist... Ja, ich denke mal, jetzt war schon Next Star lese und... Oh, jetzt wirken beide, du könntest schneller sein. Ja, mein Crit, natürlich. Ja, aber da kommt das Käfer gebrummen und damit fährt dein Starmie um. Ich hätte das halt Nidoqueen geopfert, hätte sich noch Switch eingenommen. Oder hast du dann Fokus drauf? Nee, ich habe ja schon Spitze, weil das viel Damage bekommen. Ja, aber hast du einen Fokus drauf? Weiß ich nicht. Da kommt kein Dog. Das ist erstmal ein Irrlicht abpassiert durch Donnerwelle. Kriegt nichts und da kommt die Donnerwelle und damit ist der Falterreigen schon mal größtenteils überstanden. Ja. Also das Schlimmste am Falterreigen, nämlich der Innetoost. Mhm. Wobei der Schmerzstoffboost ist auch nicht gerade schlecht. Aber jetzt kommt natürlich das, was ein Togekiss jetzt einfach macht. Flinchen. Genau, es ist Paraflinch-Stich. Wobei, warum? Ich verstehe auch nicht, warum er hier das Irrlicht gedrückt hat. Jeder weiß, dass Togekiss eigentlich eher speziell angreift. Ja. Und das sollte jeder wissen, dadurch machst du mit dem Irrlicht bloß den Brandschaden, aber du läufst immer Gefahr auf eine Donnerwelle. Da kommt ein Rotom, natürlich ist das Waffmaschine Rotom. Oh, da kommt der Trick betrunken. Ja, und das ist eine Sache, mit der Rotom immer nervt. Und zwar kriegst du ein Wahlglas und er kriegt den Kick. Ist die Donnerwelle, dumm. Ist ja noch immer noch Elektro, ich hab gedacht, das wäre Geistwasser. Nein, es ist Wasser-Elektro, das hat mich auch erstmal irritiert, vor allem, weil es dann erst aus der fünften Generation ist. Ja. Ich weiß, Pokémon Schwarz und Weiß angefangen mit den Kämpfen, denkt mir, warum ziehen meine Geistattacken nur neutral ab? Denkt mir jedes Mal, hey, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Dabei war das, gucke ich dann irgendwann im Internet nach, oh, das ist ja Wasser-Elektro auf der fünften Gen. Das ist ja bescheuert. Ich frage mich nur, warum ich ausgewechselt habe. Ach, ich wollte, dass er den Trickbetrug drückt, unbedingt, um die Überreste zu holen. Deswegen. Nee, er lässt den Kingstein und da kommt der Ladungsstoß wieder und ich glaube, das war's. Ja, ich habe gedacht, komm. Jetzt. Nicht ein, oder? Nee, doch. Sag kurz bei zwei, ist bei mir kurz stehen geblieben, darum dachte ich, den Blick hat überlebt. Ich denk so, ja, komm, scheiß drauf. Holst jetzt die zweite Ladung Giftspitzen raus. Da kommt wieder der Trickbetrug. Und der ist mir vollkommen egal. Ja, weil meins nur die Flinkklaue trägt. Ach so. Einfach nur, falls ich Möglichkeiten habe, schon, wenn die Flinkklaue greift, kann. Na gut, jetzt kannst du das nicht versuchen, hier zu flinchen oder wenigstens begiftet zu vergiften. Ja, ich glaube aber. Die Flinkklaue greift, was unnötig war. Und da kommt, ich glaube eher, dass sie schneller war und da kommt die Hydro-Pumpe und das dürfte es für die gewesen sein. Ist es auch. Und tschüss, die Queen, du hast deine Arbeit erfolgreich gemacht. Ja, die Giftspitzen sind auf jeden Fall draußen. Und jetzt? Rotom ist aber nicht die Giftspitze. Achso, das hat der Schwebe. Ja. Ich vergesse. Hi, ich bin kein Gamer. Weißt du, was ich mache? Ich töte. Ach so, ja, fast war, Level 51. War ja noch nicht. Achso, du siehst die Erfahrung, genau. Das war ja noch nicht im Überdeklariert, ne, zu dem Zeitpunkt. Ja. Weil ich denk so, oh, warum kann das mich Delegator? Ja, der Knirsch hat dir wehgetan. Aber das glaubt den Delegator geht kein Gamma. Ja, der erste Schlag macht den Delegator kaputt und der zweite geht durch. Ja, der zweite trifft. Ja. Ich glaube, da war ich immer noch... Warum ich den Knirsch drücke? Ich hätte mit dem Irrschlag oder so mehr Damage gemacht. Ja. Weil ich immer noch irgendwie vermutet habe, dass es ein Geist-Pokémon sein sollte. Dann denkt bei Rotom immer an Geist-Pokémon. Ja, keine Ahnung.
Mich nervt zur Zeit, dass ich meine Pokémon nicht rüberholen kann, weil von Rubin aufs Platin brauchst du immer einen Tag Unterschied. Weil ich habe noch ein Shiny-Rotem auf meiner Platin, aber ich würde jetzt alles auf einen Schlag rüberholen. Dieses blöde Waffenschienen-Rotem, man sieht das so häufig. Da kommt ein Pokémon, was ich gar nicht mag. Oh, Forstelka, das sehe ich. Kann man das irgendwie kriegen oder war da schon die Bank draußen? Nee, aber das konnte man bekommen. Okay. Da kommt das Erdbeben. Erdbeben? Ja, ja gut, ich kenne das Ding normal als Spinner. Ja, und als... Da kommen deine Falterreigen. Das war die Frage, hast du da noch die Feuerreigen drauf auf dem Ding, ne? Ja. Und ich denke mir, scheiße. Da legt es seine Spitze. Ja, normal Stachler, Giftspitzen und dann kommt ein Turbodreher, hat man normal auf dem Ding drauf, um praktisch die gegnerischen Stacheln wegzulegen. Und ich denke mir, ich nehme mir die Zeit, nehme mir noch einen Falterreigen. Und jetzt sollte man Gamot nicht unterschätzen. Ja, jetzt sollte man das Ding so schnell wirklich entsorgen, wenn es zwei Falterreigen drauf hat. KP-Feuerreihen mit damit. Wobei auch das wieder im Never Use gelandet ist, was ich auch, ich finde die Begründung so dämlich, wegen der Tarnsteinschwäche. Ja, spielst halt das. Und das hat mich, glaube ich, das war scheiße. Ja, da kriegst du aber auf jeden Fall den Boost, aber natürlich, die Robustheit ist natürlich eine richtig blöde Sache für dich. Ich glaube, ich bin sogar down gegangen, deswegen, ja. Ich hätte eigentlich direkt angreifen sollen oder mit. Hättest vor angreifen sollen, ja. Oder kommt Kangama, aber du hast jetzt natürlich die Giftspitzen gegen dich und das ist dann Ding vergiftet. Ja, aber wiederum musst du bedenken, dass ich die einfachen Giftspitzen gegen mich habe und mein Gegner die doppelten hat. Natürlich, Flinklaue, scheiß drauf, Mogi liegt weg damit. Das ist natürlich gut. Jetzt weiß ich bloß nicht, wie viel das Pokémon das bei ihm ist, aber noch wie viel er noch hat. Ja, ich denke mal, das war nicht sein letztes. Das ist es, glaube ich, auch nicht. Ich könnte kurz auf die Zeit gucken, wie weit das Video ist. Okay, dauert nicht mehr lange. Da kommt sein Ekelslash, das ist... Ach, hey. Ja, genau. Hey, natürlich musst du Königsschild einsetzen, Arsch. Das ist... Ja, gut, wenn ich sowas Physisches wie Kangama gegen mich habe, ist ein Königsschild natürlich eine super Sache. Auch da wieder einer der wenigen effektiven Konter gegen Mega-Kangama. Da kriege ich erstmal einen Angriffsminus, aber das ist so aufgeregt. Ich greife trotzdem... Ich greife weiterhin mit dem Hirschhahn. Vielleicht kannst du seine Verteidigung senken. Ja, oder... Ja, immerhin trifft zweimal, der Schaden geht noch. Durengard, gegen das du kämpfst. Und da kommt natürlich das typische Setup von dem Durengard. Ja, leider habe ich noch nicht meine guten Pokémon, noch nicht das Pokémon, was für Pokémon sich boosten können. Ja, der kleine pinker Drecksack. Ja. Ich mag das Ding nicht. Schlechte Erfahrungen gemacht, um es mal so zu sagen. Wobei ich glaube, gegen Durengard wäre das Ding gar nicht so toll, weil du in der Angriffsform bleibst. Irgendwas mit einer Prio und ein bisschen Initiative und dein Ding fällt um. Du musst bedenken, dass ich habe ein Wahl-Item drauf und wenn das gegnerische Pokémon eine Prio-Attacke hat, habe ich sie auch. Ja, das ist ja nicht, aber lass es mal irgendwas Schnelleres sein. Und da habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht. Warum habe ich Relaxo überspannt? Ich habe Sanctoklinge gesehen. Ja, aber ja, setzt sich jetzt mal wieder in die Verteidigungsform. Wahrscheinlich aus der Angst raus, dass er langsamer sein könnte. Ja. Die Frage ist auch, warum hast du da Relaxo? Relaxo, wenn ich dann Relaxo kenne und das, ich glaube, ich hatte vorhin schon einen Kampf, wo du das drin hattest. Ja. Das hat nichts, was gegen Durengard irgendwas ausrichten kann. Ich weiß. Deshalb frage ich mich auch, warum ich es drin habe. Das Viech ist ein Durengard hoffnungslos unterlegen. Das hat ist es dein letztes Pokémon vielleicht? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, warum ich Relaxo drin gelassen habe. Ja, aber das war gerade ein schönes Opfer. Ja, doch, das war dein letztes. Attacke aus. Das ist gar nicht viel KP. Das sieht man ja. 2 KP. Ja. Mein Zorak damals hat nicht lang gehalten. Da konnte ich, das konnte ich dann nicht. Und jetzt hier die Dimensionen verdreht und das Video gerade geleckt. Okay. Ja, jetzt da kommt die Psychokinese. Das ist langsamer oder was auf einmal? Also sind die ungefähr gleich schnell. Nee, ah, nee, ich hab den Bizarraum und ich habe gedacht, komm, du opferst jetzt deine Fruchtblase. Ja gut, das ist auch keine... Hier glaube ich besser, weil... Da rufst du lieber Lamus, dass er das mit Zerraum auch noch profitiert. Ja genau, das profitiert alle von uns. Da hättest du auf den Spukball nicht wechseln können und da rufst das zurück. Ja, das hat mich gewundert, da kommt sein Ersatz. Weil du hast schließlich die Tarnsteine draußen. Und da kommt Don't Drop That... Ah, okay. Don't Drop That Dead. Ja, also jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass es weiß ich auch... Also, okay. Und da kriegt er recht im Brand. Ja gut, das Don't Drop That Dead ist aber ein Video auf YouTube, aber ist trotzdem cool. Und da kommt die Citrobeere mit den Backtaschen. Dein absolut süßes Ding, aber ich will selber noch ein spielen, aber ich weiß noch nicht wie. Müssen noch ein Moveset irgendwie rauskitzeln aus dem Ding. Das Problem
müsste sein, ich habe ein Wasser-Pokémon jetzt vorne. Ich glaube, ich wechsle aus. Ja. War irgendwie klar. Weil ja, der Brand ist aber allerdings... Der Brand ist bei dem... Ist bei der Dennis eher nicht so schlimm. Ich rufe mal Flunkiefer. Das sollte mal irgendetwas machen können. Und da kommt die Parabol-Ladung. Gut, ob ich das mit dem Competitive Warp zieht. Weil mit 50 Stärke... Na gut, heilt. Auch wenn sie es heilt, aber trotzdem. Die Zeit hat so das Problem, es fällt meistens direkt um. Ja, das sieht man jetzt hier auch. Ich glaube, Eisenschädel und das war's. Na, mein Flunkiefer... Und das droppt, das hat mal getroppt. Oh, mein Zorob ist weg. Ja, und da kommt Despotter, aber das dürfte langsamer sein als Flunkiefer. Despotter ist nicht gerade schnell. Glaube ich aber trotzdem Tiefschlag betrifft, oder? Da kommt wieder Sandsturm, der mir mehr hilft. Nein, auch hier wäre der Tiefschlag nicht blöd. Ah, okay, ich habe einen Tiefschlag gedrückt. Zu finishen und Bizarrom nutzt eben gar nichts. Er ist ein Sandsturm. Oh. Da kommt ein Eisstrahl. Das ist doch so eine Sache und André ist online. Schön, dass Skype mit drin aufspringt. Yay. Oder ist bei dir? Nee, das ist bei dir, oder? Nee, bei mir war es nicht. Nicht? Ja, war es bei mir, okay. Mein Flunkiefer ist down gegangen, was traurig ist, aber... Ja, ich find's aber lustig, wenn ich Eisstrahl auf Despotter das sehe. Das Ding ist so speziell, so physisch ausgelegt, dass eine spezielle Attacke... Da merkst du einfach wieder, dass manche denken, oh ja, Eisstrahl, brauche ich drauf. Ja, warum? Weil kaum. Hier mein einziges Pokémon mit Zauberraum, das nicht vom Zauberraum profitiert. Ah ja, oh, Skelabra, tschüss. Skelabra fällt jetzt um. Das ist warum das zweite in dieser Runde. Warum ich ein Skelabra auch unbedingt da um... Achso, da... genau, und dann kommt die Zündel und da kommen die Tarnsteine und tschüss. Wo ich bei Tarnsteinen auch immer wieder... Auch